Hallo und willkommen zurück zu Die Sims 3 und der No Money Challenge. Yay! Im letzten Part sind wir nach Bridgeport umgezogen und es war eine wirklich, wirklich, wirklich gute Entscheidung. Wir haben direkt erstmal einen Sprung mit dem Geld gemacht, sodass wir uns unser kleines, aber feines Häuschen weiter ausbauen konnten. Ja, Blumen findet man hier halt sehr, sehr viele, würde ich mal meinen. Und das ist natürlich eine coole Sache. Junge, warum schläfst du im Schlafsack, wenn du auch im Bett schlafen kannst? Jetzt mal ganz ehrlich. Steh mal bitte auf und geh mal ins Bett. Du musst nicht im Schlafsack schlafen. Wie viel Energie bringt uns der eigentlich? Ich glaube, nicht viel. Ich kann jetzt auch nicht nachgucken. Schade. Okay, auf jeden Fall verlegen wir das Ganze mal ins Bett und dann schlafen wir uns mal kräftig aus. Die Gute hier muss auch gehen. Och, wie hieß sie denn gleich? Ich weiß es nicht mehr. Auch bin ich schlecht. Okay, egal. Es ist Montag, 4.30 Uhr und wir schauen mal, wie lange wir schlafen. Aber nicht so lange. Denn wir, ich sehe gerade, unsere Pflanzen, die leben hier draußen ohne Zaun, auch ganz schön gefährlich, fällt mir jetzt mal so auf. Gut, egal, wir werden sehen, wann die ersten Pferde vorbeikommen und oder Hirsche, die das dann runterfressen. Ich bin echt schon gespannt. So, dann würde ich sagen, reicht das. Wir können dann mal einen Snack essen. Brot mit Marmelade, gefrorenes Hirn à la Modi. Alles klar. Ich würde sagen, wir essen mal ein Brot mit Marmelade zum Frühstück, wie es sich gehört. Und danach gehen wir nochmal duschen, extrem duschen bis Oh mein Gott, ich wollte gerade sagen, du brauchst ein potenzielles Liebchen auf dem Grundstück. Alles klar. So, meine Idee war natürlich auch, wir haben ja im letzten Part die Lola Bell kennengelernt, hier sie. Und sie ist ja ein 5-Sterne-Star. Das heißt, wenn wir vielleicht Aufmerksamkeit mit ihr erregen würden, wenn Paparazzis in der Gegend sind, dann könnte man vielleicht im Star-Level dadurch ein wenig aufsteigen. So, das heißt, wir probieren uns mal mit der Lola Bell anzufreunden. Und dann mal auf der Toilette schon wieder. Und dann schauen wir mal, ob wir ja etwas in der Öffentlichkeit machen können, was eigentlich unerhört ist, worauf sich dann die Paparazzi stürzen wie die Aasgeier. Okay. Ach ja, genau, ihr hattet gesagt, da kommt er gar nicht an der Dusche ran. Okay, wo sind die... Ach, jetzt kann ich das nicht abstellen, weil er im Weg steht. Haben wir noch Geld? Nicht mehr viel. Okay, dann stellen wir die Dusche einfach mal. Ist nur die Tür jetzt mal ernsthaft? Okay, dann stellen wir die Dusche einfach mal so lange hier hin, bis wir das Bad dann nochmal ein bisschen ausgebaut haben. Luke ist ein Draufgänger und liebt es extrem. Fahre mit der Maus über die Einträge der Zoologie, um die Vorteile der einzelnen Merkmale zu erfahren. So, okay, auf jeden Fall können wir jetzt duschen. Und wir sollten mal überlegen, wo wir hinfahren. Ah, ist das Stadtfest? Sommerfest, okay, alles klar. Ich hatte jetzt allerdings irgendwie an einen exklusiven Club gedacht, wo wir vielleicht einige Menschen finden. Diskothek, 17 bis 4 Uhr, alles klar. Dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal noch zu dem Sommerfest. So. Und schauen mal, was da so abgeht. Und ja, definitiv, es läuft besser, seitdem wir hier umgezogen sind. Oh je, er hat eine Allergie. Okay, gegen Pollen. Oh, wie viele Pollen sind heute unterwegs? Luke hat schwer mit Allergien zu kämpfen, weil Sim Wildblumen gepflückt hat. Alles klar. Das liebe ich an Sims 3, dass die Sims auch Sonnenbrand bekommen können und Allergien und auch wirklich krank werden, wo man dann etwas eingeschränkt ist damit. Und das macht das Spiel aber irgendwie aus, finde ich. Das fehlt mir im Moment noch so ein bisschen bei Sims 4, einfach dieses Lebensechte, dieses Gefühl, dass das halt richtig ist.
Okay, das klingt komisch. Egal. So, wir sollten vielleicht nochmal anfangen, wieder die Blumen einzusammeln, weil irgendwie ist da schon ziemlich genial, was die uns an Simoleons bringen. Vor allem, wenn wir eine Blume pflücken, die uns dann wirklich sehr, sehr viel bringt. So, hier stehen mit Sicherheit auch noch welche. Schwefelblume pflücken. Oh. Ick. Müll. Und die auch noch, den Staudenlein. Und so, das nehmen wir auch noch mit. Und dann gucken wir mal, wer hier noch so rumspringt. Dann können wir vielleicht noch eine Wasserbombenschlacht veranstalten und so einige andere Dinge noch tun. Aber im Moment ist hier noch echt keiner. Das gibt's doch nicht. Du bist da. Sebastian Striker, bist du ein Star? Richie Striker. Und das ist Ah, okay. Erinnert mich gerade an Tyraphim. Okay, wir werden dann einfach mal den Star begrüßen und dann ihn beeindrucken. Er hat ein Kind, vielleicht können wir ihn ja mit Kindern beeindrucken, mal schauen. Und dann werden wir mal gucken, dass wir irgendwie einen Paparazzi an unsere Seite bekommen, wo auch immer wir den herholen. Irgendwie, die kommen schon. Die werden schon kommen. Und dann laden wir mal die Lola Bell ein. Bekannte, wir kennen echt noch nichts. Einladen, Textnachricht plaudern. Wir laden sie einfach mal ein. Okay. Nee, wir machen das später. Wir werden erstmal den Richie etwas irgendwie. Gesundheit. Etwas betören. Etwas anschleimen. Gut. Es heiß, ne? Es ist Sommer und es ist 36 Grad. Ich bin neidisch. Oh mein Gott, über Tätigkeit sprechen. Haben wir irgendwie Familie oder sowas? Was haben wir hier noch? Soziale Netzwerke, Mixen, Bootbau. Okay, dann würde ich mal sagen, Profisportler. Jedermann ist an Sport interessiert. Also, mir fällt mal so auf, wir haben uns in den letzten Parts schon ziemlich darauf versteift, irgendwelche Stars kennenzulernen. Oh, sieh da, ich sag ja, Männer stehen auf Sport. Und jetzt geht er. Jetzt geht er. Schade. Okay, na egal, wir laden die Lola ein. Einladen nach. Und dann schauen wir mal. Jupp. Und dann schauen wir mal, ob sie kommt. Und ob wir einen Paparazzi finden, bei dem wir Aufmerksamkeit mit ihr erregen können. Das wäre verdammt nochmal sehr cool. Es ist zwar sehr makaber, wenn sie dann höchstwahrscheinlich noch einen Mann oder einen Freund hat, aber wie hat Pietro Lombardi gesagt, mein Ruf geht kaputt, nicht deiner. Beziehungsweise ist es in dem Fall ja andersrum. Ihr Ruf bekommt dadurch einen kleinen Knick. So, wir sollten mal versuchen, uns an die Lola ranzumachen, sie zu umgarnen. Jetzt bleibt doch mal stehen. Freundlich über Hitze reden. Einem Freund erzählen, wie cool ich bin. Alles klar. Nee. Lustig, Pflicht einfordern, ekliges Video zeigen, lustiges Video zeigen. Oh, Katzenvideo, das machen wir auf jeden Fall auch noch, weil jede Frau steht auf Katzenvideos. Ich sag's euch. Und dann gucken wir mal, was wir noch so mit der Guten machen können. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir erstmal Freundschaft mit ihr schließen können. Um Autogramm bitten. Yay, romantisch. Überschwänglicher Kuss. Wir können ihr direkt mal Blumen geben. Romantisches Rot. Los, die 40 Simoleons haben wir. Um uns bei ihr einzukratzen. Bist du? Nee, du bist kein Paparazzi. Schade. Aber das werden sicherlich noch ein paar andere Sims kommen, die dann hier zum Fest gehen. So, dein Sim ist soeben ein. Was? Wir sind in einer Gruppe. Achso, hier mit der Lola. Alles klar. Möchtest du ihr nicht mal. Haben wir ihr die. Nee, wir haben die Rose noch nicht gegeben. Warum? Blumen geben? Romantisches Rot. Tu es. Und? Ja, sie mag die Rosen. Sehr cool. Wir können ja mal versuchen, generell erstmal diese romantische Richtung zu. Jetzt ist da ein Herzchen draus geworden. Wir können ja mal versuchen, in diese romantische.
nach Sternzeichen fragen, in diese romantische Richtung zu gehen, um direkt erstmal in diese Schublade Lava zu kommen. Und wir flirten mal mit ihr und oh, sie ist angetan. Wir haben hier schon einen kleinen grünen Oh mein Gott! Luke Harper hat erfahren, dass Lola Bell im Sternzeichen Löwe geboren ist und diese Zeichen sind kompatibel. Sehr genial. Sehr, sehr genial. Romantisch. Überschwänglicher Kuss. Los, wir riskieren es. Oh mein Gott. Oh, schade. Oh, schade. Okay, wir machen das wieder mit Blumen gut. Mal gucken, ob ihr das gefällt. Oh, schade. Okay, jetzt haben wir es kaputt gemacht. Dann müssen wir sie halt noch ein bisschen kennenlernen. Sims 3 merkt sich halt einiges, ne? Das ist halt, jetzt ist sie weg. Ja, wir haben es kaputt gemacht. Ich wollte halt einfach mal wissen, was passiert, wenn wir so überschwänglich sind, nicht? Und, ja, wir hätten es nicht tun sollen. Wer bist du? Gudrun. Oh, bist du nackt? Oh mein Gott, ich sollte die Mods deaktivieren. Definitiv. Ja, genau, das ist der Grund, warum ich immer sage, mancher CC kann Probleme mit sich bringen. Und ja, das ist ja ein Grund. So, wir pflücken mal noch die restlichen Blumen. Und dann schauen wir mal, hatten wir die schon? Weiß ich nicht. So, oh mein Gott, wie viele hier schon wieder stehen. Da haben wir ja bei Zeiten unsere Villa zusammen, wenn das so weitergeht. Oh mein Gott. Azalea pflücken. So, okay. Und dann würde ich mal sagen, wir testen das jetzt einfach mal aus, wie weit das geht. Wir rufen die Lola einfach wieder an. Oh mein Gott, das ist so... Oh, oh. Einladen nach. Das ist so klischeehaft, was wir hier gerade machen. Aber ich denke mal, Luke ist so eher der Draufgänger, der das mit den Frauen macht. Obwohl das nicht wirklich eine gute Charaktereigenschaft ist. So, okay, 1000 Erfahrungspunkte bekommen, was die Lebenszeit angeht. Den Lebenswunsch. Tut mir leid, ich bin aufgehalten worden. Können wir uns vielleicht bald nochmal treffen? Du hast Probleme, ich habe keine Lust mehr, deinen Frust abzubekommen. Hätten wir nicht machen sollen. Hätten wir nicht machen sollen. Das ist das Problem an der Sache. Aber gut. Kommt Zeit, kommt Rat. Vielleicht hat die Lola ja im nächsten Part nochmal Lust, das Ganze zu wiederholen. Und dann werden wir sie definitiv nicht wieder überschwänglich küssen. So, wer ist das? Eine Seniorin, oder? Mathilda? Ja, eine Seniorin. Eine flotte Seniorin, hallo. Aber sie sieht nicht aus wie eine Seniorin, sie hat nur die grauen Haare. Oh mein Gott. Könnte hier vielleicht auch mal irgendjemand kommen? Oh Mann, wir können ja mal schauen, dass wir die Blumen verkaufen, die wir gepflückt haben. Und jetzt sind wir bei 60 Simoleons. Was? Achso, er hat jetzt erst angerufen. Alles klar. Mal schauen, ob... Ja, okay. Gut, wir probieren es nochmal. Los. Kommt sie oder nicht? Klar, hört sich gut an, bis dann. Das Spiel lernt einfach nicht. Aber genial. Wir kriegen demnach doch noch eine zweite Chance. Oh mein Gott. Es ist schon irgendwie lustig. Hups. Da hat es gerade ein bisschen geladen. Na, wo bleibt sie denn? Lola. Hier kommt ein Taxi. Aber ich glaube nicht, dass die Lola mit einem Taxi kommt, wenn sie ein 5-Sterne-Star ist. Ganz ehrlich. Hier ist aber auch nichts los. Was ist denn das für ein mieses Fest? Das ist kein Fest. Das ist ein trauriges, wie, ja, ich weiß nicht, eine absolut traurige Veranstaltung. So, wo bleibt sie denn?
mal ganz ehrlich. Sie hat doch gesagt, sie kommt noch mal. Lola? Wir werden den Rest des Abends einsam und allein in Leina fahren. Holla, Skater. Ach, Menno. Wir hätten sie nicht küssen dürfen. Ist zwar klar. Ah, hier ist sie. Alles klar. Da ist sie. So, freundlich. Okay, lustig. Katzenvideo. Wir machen das jetzt wieder mit dem Katzenvideo gut. Los. Tu es, Luke. Gib dein Bestes. Lerne aus Fehlern. Erster Kuss abgelehnt. Es ist traurig, wenn der erste Kuss eines Sims abgelehnt wird. Sehr traurig. Okay, zurückgewiesene Sims brauchen... braucht Zeit. Nö, nicht bei uns, mein Guter. Kennenlernen, freundlich, Geheimnis verraten. Dann können wir sie ja mal noch ein bisschen anhimmeln. Und diesmal sind wir nicht so schnell. Wieso ist das eigentlich schon wieder so dunkel hier? Ach gut, es ist dunkel. Deswegen wird das wohl sein. So, wir sind soeben wieder einer Gruppe beigetreten. Und wir werden mal extreme Wasserbombenschlacht beginnen, Geheimnis verraten, Schere, Stein, Papier spielen. Oh, wer spielt mit seinem Date nicht Schere, Stein, Papier? Zum Abschluss gratulieren. Wir wissen zwar nicht, was sie für einen Abschluss hat, aber ein bisschen... Ein Kratzen kann ja nicht verkehrt sein. Wir können sie ja mal nach Hause einladen. Mal gucken, was sie... Erstmal möchte ich wissen... Da ist ein Paparazzi! Ja, das ist das, was wir wollten. Kennenlernen. Wir machen mal ein bisschen schneller. Wir machen mal ein bisschen schneller und dann müssen wir ein bisschen Aufmerksamkeit erregen. Wir können dann wieder mal in diese romantische Richtung gehen. Flirten, einfach nur flirten. Die Zwerge, sie sind lebendig. Was? Was ist verkehrt mit euch? Ich weiß es nicht. Schere, Stein, Papier, alles klar. So, welches, wie weit sind wir denn jetzt in unserem Star-Level? Nein, jetzt haut er wieder ab. Okay, noch nicht sehr weit. So, okay, dann, naja gut, jetzt ist der Paparazzi wieder weg. Der hängt da fest. Alles klar. Dann werden wir einfach mal sie bitten. Lola ist in der Musikindustrie. Alles klar. Nach Hause einladen. Dann machen wir das mal. Sie wird so dermaßen angewidert von unserem Haus sein, da sie mit Sicherheit nur Luxus gewöhnt ist. So. Okay. Ich möchte gerade nicht vorbeikommen. Tut mir leid. Okay, dann müssen wir das wohl hier weiterführen. Wir flirten nochmal und wir fragen mal, ob sie Single ist. Aber ich denke, das wird sie verneinen, dass sie verheiratet ist oder in einer Beziehung. Ich könnte mir das durchaus vorstellen. Sieht ganz so aus, als würden Luke und Lola miteinander anbinden. Hoffentlich wird das eine schöne Verabredung. Lola ist ehrgeizig. Und, oh, sie ist Single, was? Und der Paparazzi ist auch wieder da. Oh ja, bitte, Anmachspruch. Anmachspruch, bitte, bitte, bitte. Können wir Aufmerksamkeit erregen? Aufmerksamkeit erregen. Und dann romantisch nochmal Blumen geben. Romantisches Rot. Komm schon. Oh nein, es fängt an zu regnen. Wow, das ist Luke Harper und er macht etwas Aufregendes. Das muss ich fotografieren. Sehr schön, das hat funktioniert. Und, oh, ist das dunkel hier. Das gibt's doch nicht. Romantisch. Überschwänglicher Kuss. Nein, nicht mehr das. Anmachspruch. Jetzt sind schon zwei Paparazzis hier, oder? Nein, Stella Striker. Was will sie denn jetzt von uns? Lola, romantisch. Jetzt müssten wir mal ein paar neue Interaktionen bekommen. Das wäre echt freundlich. Das wäre echt verdammt freundlich. Spezial. Guter Küsser. Erster Kuss. Los, wir probieren es nochmal. Wir haben ja mittlerweile schon die Hälfte. Und? Dein Ernst?
Luke Harper hat sich mit Lola Bell angefreundet und es ist immer eine Erinnerung wert. Alles klar. In der Stadt wird davon geredet, dass Luke Harper aufgrund seiner neuesten Errungenschaft höheres Ansehen genießt. Überall hört man den Namen Luke. Sehr cool. Haben wir jetzt, oh mein Gott, wir haben jetzt Star Level 2 aufgrund dessen, dass wir mit der Lola hier am Anwendeln sind. Um Schutz bitten, Schutzversprechen. Und so, ihr Lieben, ich würde sagen, ich hoffe, euch gefällt, dass der Luke mit der Lola anbändelt. Und dann würde ich mal sagen, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüssi.